und auch die Frage an Sie, was war für Sie vielleicht das persönliche Highlight von gestern? Wir haben gerade gehört, viele neue Punkte waren dabei und wir haben ja auch schon großartige Reden gestern gehört. Ein kleines persönliches Highlight. Also, es gab ja mehrere besondere Momente. Es war zum Beispiel der allererste Parteitag für die Bundeskanzlerin, wo sie nicht mehr Parteivorsitzende war. Es war der Abschied der stellvertretenden Parteivorsitzenden Ursula von der Leyen, die nun nach 60 Jahren wieder als Deutsche an die Spitze der Europäischen Kommission rückt. Und das war ein bisschen wehmütiger Abschied für sie, glaube ich. Aber die Vorfreude auf ein neues Amt. Dann haben wir eine gute Rede der Parteivorsitzenden gehört. Und wir haben insgesamt einen Parteitag erlebt, der zeigt, die CDU ringt in der Sache, aber ist geschlossen und alles, was da vorher spekuliert wurde, ist nicht eingetreten. Ja, genau. Also ich würde auch sagen, wir haben gestern gesehen, dass wir auf jeden Fall starke Frauen bei uns in der Partei haben. Und vielleicht noch mal eine Frage an dich, Nadine. Wie oder was war für dich jetzt, wir sagen ja immer, das ist ein Arbeitsparteitag, wir haben gestern viel schon inhaltlich diskutiert, debattiert, das machen wir natürlich auch heute noch weiter. Was wurde denn gestern besonders diskutiert? Wir saßen ja gestern bis 21.30 Uhr noch im Plenum. Ja, ich finde es total wichtig, dass wir auf diesem Parteitag eine Vision entwickeln, wie unser Land 2030 und in den Jahren danach aussehen soll. Das hat ja begonnen mit der Rede unserer Parteivorsitzenden, die dieses visionäre Bild gezeichnet hat, wie es aussehen soll in wirtschaftlicher Hinsicht, in gesellschaftlicher Hinsicht, was die Themen sind, die wir jetzt angehen müssen und dass wir tatsächlich auch mutig sein müssen, Reformen angehen müssen, dass es nicht einfach so weiter plätschern kann. Das war für mich ein sehr emotionaler Auftritt, weil sie das so voller Leidenschaft auch vorgebracht hat. Und genau daran haben sich ja dann anschließend auch die Reden im Plenum, aber eben auch die Diskussionen in diesen Programmforen angeschlossen. Und das fand ich nochmal sehr beeindruckend, weil in dem Forum, in dem ich war, zum einen mit Herrn Laguna, ein totaler IT-Digitalexperte, das Impulsstatement gemacht hat und dann wir mit den Delegierten und Gästen so toll diskutiert haben und von der über 80-jährigen Dame bis zum jungen Venture-Capital-Unternehmen sich alle beteiligt haben. Und das ist eben Volkspartei, dass wir gemeinsam die Innovationsthemen der Zukunft diskutieren, sich jeder einbringt und das dann so ein vollständiges Bild ergibt. Herr Laschet, es waren ja unendlich viele Themen dabei. Haben Sie so einen kleinen Favorite unter den Anträgen, einen Antrag, der Ihnen besonders wichtig ist oder einen Themenbereich? Nee, würde ich nicht sagen. Also die beiden Hauptanträge sind natürlich gerade in der jetzigen Zeit sehr wichtig. Soziale Marktwirtschaft nochmal in dieser völlig neuen Zeit aktuell definieren und zu erklären, was mit den Prinzipien, die bei Ludwig Erhard mal vor 70 Jahren aktuell waren, heute uns weiterhelfen kann. Das ist da sehr gut aufgegliedert, also auch in die Zukunft gerichtet. Und der Digitalisierungsantrag ist, glaube ich, auch einer, der erkennt, wir können Digitalisierung mit industrieller Produktion verbinden. Das ist unsere deutsche Stärke, nicht Plattformen. Die haben ja Amerikaner gewonnen, YouTube, Facebook, Twitter, das brauchen wir nicht neu erfinden. Aber wie wir das Digitalisierte verbinden mit industrieller Produktion, das ist das, was uns in Deutschland stark macht. Und das ist der zweite Teil des Parteitags. Ja, da würde ich auch gleich direkt dran anschließen. Der zweite Tag des Parteitags. Vorhin haben wir gehört, dass war gestern im Fokus, heute das D der CDU, das Thema Digitalisierung. Was haben wir denn heute sonst noch schon verabschiedet? Zum Beispiel das Thema Leipziger Erklärung war ja heute auch ein, finde ich, fast emotionaler Moment. Magst du mal kurz erklären, was es damit auf sich hat? Ja, mit der Leipziger Erklärung erinnern wir nochmal an 30 Jahre Mauerfall und bei der anschließenden Debatte zur Digitalcharta D. Diese Charta ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel in der Digitalpolitik. Wir wollen hin zu offenen Schnittstellen, offenen Daten,
Wir gehen davon aus, dass wir, wenn wir den Staat als Innovationsplattform begreifen, die vielen innovativen Menschen in unserem Land viel besser aktivieren können, um eben die Probleme zu lösen, und dass wir damit eben auch einen eigenen deutschen oder europäischen Weg finden in der Digitalisierung, der sich unterscheidet von dem, was China macht und von dem, was USA macht, und dass wir damit eben auch erfolgreich sein werden. Und das ist ein echter Paradigmenwechsel. Wir haben aus der Fachwelt sehr, sehr viel positive Rückmeldung zu dieser Charta bekommen. Und dass die Partei so mutig ist, sich darauf einzulassen, das macht mich stolz. Und da setzen wir wirklich Maßstäbe für die Digitalpolitik Deutschlands in den nächsten 10, 20 Jahren. Also die, wenn man zu der Leipziger Erklärung nochmal sagen kann, das vergisst man ja so leicht, aber das ist jetzt schon 30 Jahre her. Aber ausgerechnet in dieser Stadt, hier in Leipzig, hat das alles angefangen. Wir haben in der Nikolaikirche den Gottesdienst gehabt. Da saßen vor 30 Jahren, so in diesen Tagen wie jetzt, junge Menschen, mittlere Menschen, ältere Menschen, die gesagt haben, wir wollen was verändern. Und es war eine Staatsmacht draußen, wo man nicht wusste, landet man im Gefängnis, wenn man jetzt hier aus der Kirche rausgeht und demonstriert. Und dann waren 70.000 an einem Tag, am 9. Oktober. Und ich denke manchmal, wenn wir heute unsere Probleme diskutieren, was da ansteht und wie schwierig das ist. Mein Gott, die hatten damals ein festes System. Mit Atomwaffen bedrohten sich die Weltmächte, die Mauer stand. Und die haben trotzdem gesagt, wir wollen das verändern. Deshalb ein bisschen von diesem Spirit und nicht dieses Verzagte und es geht alles den Bach runter und wir kriegen nichts mehr hin. Das würde ich mir heute manchmal wünschen. Und insofern hat diese Leipziger Erklärung auch einen sehr schönen Ton, der das nochmal erklärt, was damals passiert ist. Ja, die Junge Union ist stark auch mit Delegierten vertreten. Welche Rolle spielt denn die Junge Union auf dem Parteitag hier? Ja, die JU ist immer ein ganz aktiver Antragsteller mit inhaltlichen Anträgen. Das ist auch total wichtig, dass wir uns in all diesen Zukunftsthemen als Junge Union positionieren. Ich sage noch wir, aber leider bin ich ja letztes Jahr dem JU-Alter entschwunden, aber einmal JUler, immer JUler. Das ist total wichtig und gerade bei diesen Zukunftsthemen müssen wir als junge Generation eben auch sagen, das ist unser Weg, da wollen wir hin. Und da gilt es eben auch, die Partei zu treiben, zu aktivieren, und dass diese Offenheit auch in der Gesamtpartei besteht, ist für mich ein gutes Zeichen. Ja, und die JUler sind auch mit vielen Delegierten da und in unserer Delegation aus dem Saarland sind auch ganz viele JUler, die als Gäste mitgefahren sind. Das ist total schön, dass man sagt, ich nehme mir hier 3 Tage Zeit und mache mal Politik pur, 3 Tage lang, weil das wichtig ist für mein Land, für meine Zukunft. Mir ist es nicht egal, wo sich Deutschland hin entwickelt. Und dieses Politischere, was wir jetzt in der Gesellschaft haben, auch bei jungen Menschen, ist für mich total motivierend und so muss es auch sein, einfach die Entscheidung anderen zu überlassen, das darf es nicht sein und deshalb brauchen wir die jungen Leute und der Appell ist einfach, macht mit, bringt euch ein, egal auf welcher Ebene. Ja, und da wir ja noch ein bisschen Platz auf unserer Couch haben, würde ich sagen, wir holen jetzt noch jemanden dazu. Unser Bundesvorsitzender Tilman Kuban ist dabei. Tilman, komm zu uns. Hi. Sehr gut, wir rücken ein bisschen. Du sitzt jetzt da auf der Ecke. Ich sitze jetzt zwischen allen Stühlen. Ja. So ist das manchmal in der Politik. Herr Laschet, wie empfinden Sie, es wurde ja viel geschrieben über diesen Parteitag im Vorhinein. Wie war der Zusammenhalt jetzt hier vor Ort? Ja, der war da. Das, was alles spekuliert wurde, ist nicht eingetreten. Manche Journalisten haben den High Noon erwartet. Und ich glaube, uns selbst tut es auch gut, wenn wir vielleicht auch gar nicht die Erwartung auf den High Noon mehr wecken, dann brauchen wir ihn danach auch nicht abbauen. Jeder, der jetzt den Parteitag verfolgt, wird sehen, es gibt streitbare Positionen. Die Junge Union hat sich stark eingebrannt mit eigenen Ideen. Aber dass die CDU zusammenhält, das ist das Ergebnis des Parteitags. Wir sind keine zerstrittene Partei. Die Vorsitzende hat viel Unterstützung gekriegt für ihre schwierige Aufgabe, jetzt in der Phase die Partei zu führen. Und ich glaube, das war wichtig. Ja, Tilman, wir haben gerade über die Anträge gesprochen. Heute stehen ja noch einiges an. Was ist denn so dein Favorite heute der JU-Anträge, die noch kommen?
Na, wir haben heute Morgen schon das Thema Urheberrechtsreform gehabt und die Frage digitalpolitischer Neustart. Da konnten wir uns leider jetzt noch nicht so ganz durchsetzen, aber wir werden da weiter dranbleiben. Wir haben da von Anfang an gegen den ehemaligen Artikel 13, jetzt Artikel 17 gekämpft und wollen da eben auch ein Signal senden, dass es eine Urheberrechtsreform 2.0 in Europa braucht, um auch dieses Signal auszusenden. Wir als CDU haben verstanden, wir wollen da einen Neustart machen und wir werden natürlich gleich nochmal das Thema Urwahl haben. Das ist etwas, was sicherlich gerade viele auch in der Medienwelt bewegt. Und natürlich, die Junge Union hat es beschlossen auf ihrem Deutschlandtag und ich sehe meine Aufgabe dann insbesondere auch darin, diese Beschlüsse auch bei einem Bundesparteitag zu vertreten. Das mag nicht immer nur Beliebtheitswerte steigern, aber gehört am Ende zur Jobbeschreibung. Aber dafür sind wir auch heute hier, um das hier zu diskutieren und nicht dann weiter über die Zeitung. Ja. Genau, ein weiteres heiß diskutiertes Thema ist ja auch das Thema Grundrente. Das steht ja auch heute noch auf der Agenda. Magst du da auch noch mal ein paar Worte zu sagen? Was ist da die Position der Jungen Union und warum wird das hier so heiß diskutiert? Das Thema Grundrente war ein Thema, was uns natürlich lange beschäftigt hat, weil wir gesagt haben, wir haben heute schon von den 360 Milliarden, die im Bundeshaushalt, die der Bundeshaushalt fast 100 Milliarden, die ins Rentensystem gehen, also fast ein Drittel. Und wir wollen aufpassen, dass das nicht immer mehr wird, immer neue Leistungen gibt. Dabei geht es nicht darum, dass wir den armen älteren Menschen, die im Alter wenig haben, das ganz da nicht gönnen, dass sie auch eine gewisse Aufstockung bekommen, sondern es geht darum, dass wir natürlich auch in unserer Generation noch etwas im Rentensystem haben wollen. Deswegen kämpfen wir so an dieser Stelle. Wir haben jetzt noch mal einen Kompromiss ausgehandelt. Auch das zeichnet ja manchmal so einen Parteitag aus, dass es dann auch Kompromisse gibt, die alle mittragen können, dass wir am Ende diese Kriterien, die jetzt von den Koalitionären in Berlin beschlossen worden sind, dass wir die noch mal deutlich gemacht haben und sagen, okay, wir wollen, dass es am Ende eine finanzierte und eine administrierte Lösung gibt, wo alle mit leben können. Das ist, glaube ich, ein guter Weg, wo wir dann auch einen Weg gefunden haben zwischen dem Sozialflügel und dem Wirtschaftsflügel und der jungen Generation. Das war wichtig und hat ein starkes Signal auch für die CDU ausgesendet. Herr Laschet, vielleicht, wir wollen ja auch den Leuten erklären, was die CDU hier so macht. Wir sind jetzt schon sehr ins Detail gegangen, aber vielleicht nochmal ganz allgemein. Was hat der Bundesparteitag für eine Bedeutung für die CDU? Was machen wir hier eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Es sind 1001 Delegierte. Die erste Frage ist ja mal, warum eigentlich 1001? Könnte ja auch 1000 sein. Der 1001. Delegierte ist der vom Verband Brüssel. Also in Brüssel gibt es CDU-Mitglieder, die haben einen eigenen Verband und die haben seit einigen Jahren einen Sitz, wo sie mitstimmen können. Alle anderen werden entsandt von den Landesverbänden bis hin zu jedem Kreisverband in Deutschland, je nachdem, wie viele Mitglieder es gibt. Also wenn jetzt in einen Kreisverband viele Mitglieder eintreten, hat er plötzlich vielleicht eine Stimme mehr. Und so ist das Ganze aufgebaut. Und die treffen sich alle einmal im Jahr. Es gibt keinen anderen Anlass, wo alle CDU-Mitglieder aus Deutschland, vertreten durch ihre Delegierten, sich artikulieren können. Es gibt die Fraktion und da gibt es dieses und jenes. Aber dass alle zusammen sind, das ist immer nur auf Bundesparteitagen. Deshalb hat das auch manchmal so einen Familienfestcharakter. Man trifft Leute, die man nur einmal im Jahr sieht, hier auf dem Parteitag. Und ja, und dann wird gerungen, diskutiert, manchmal bis 10 Uhr abends, dass die Delegierten sagen, es wird jetzt mal Zeit, dass wir auch was essen können. Ich habe die Mägen knurren gehört hier gestern. Und das gehört auch mit dazu, dass man danach auch zusammen feiert. Wer gut arbeitet, muss danach auch feiern. Und die Party war, glaube ich, ganz gut, können wir sagen. Nadine, vielleicht für dich auch als Digitalexpertin. Wir haben hier eine Neuerung dieses Mal. Es wird digital abgestimmt. Wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass jeder Delegierte, wenn er in die Halle kommt, ein kleines Tablet bekommt. Auf dem Tablet sind auch alle Unterlagen. Also in den letzten Jahren haben wir immer so säckeweise Papier mit uns rumgeschleppt. Das hat ein Ende. Man hat einfach nur noch das kleine Tablet, kann dort alle Anträge nochmal nachlesen, sieht nochmal den Tagesverlauf, die Gäste, die da sind. Das ist sehr gut aufgearbeitet. Und wenn es dann zu einer Abstimmung kommt, wo man nicht auf den ersten Blick sieht, durch Kartenzeichen hochheben, da gibt es eine Mehrheit, dann wird eben diese elektronische Abstimmung gemacht. Dann, also den Hammelsprung gibt es nicht mehr. Genau, den Hammelsprung wie im Bundestag, den gibt es ja nicht. Das wäre auch sehr lustig hier bei 1000 Delegierten, wenn alle aus dem Saal noch mal rein müssten.
Aber das geht ganz einfach. Man stimmt einfach digital ab und hat wenige Minuten später das Ergebnis. Und das haben wir gestern zum ersten Mal gemacht bei der Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden, bei Silvia Preher. Und ich finde es super, das ist eine Weiterentwicklung, die eben dazu führt, dass es einfacher wird, dass es ressourcenschonender wird, dass es schneller geht. Und da liegt die Zukunft. Und das ist ja etwas, was die MIT zum Beispiel auch schon gemacht hat. Und ich glaube, die JU hat es auch schon mal gemacht. Von daher, ja, Innovationen kommen oft aus den Vereinigungen. Und deshalb sind die Vereinigungen auch so wichtig für uns als Partei. Also der Parteitagspräsident hat dann auch ermahnt, sollte jemand kommen mit einer Urne und Sie bitten, das Tablet da einzuwerfen, dann war es die Heute-Show. Das war dann nicht echt. Und das haben aber alle verstanden, dass man auch so abstimmen kann, ohne. Sehr gut, aber die Tischwahlkabinen gab es, glaube ich, trotzdem, oder? Die gab es trotzdem. Ja, die und ja die geheime Wahl. Exakt, erstens. Und es sah natürlich auch wieder wunderschön aus, wenn man von vorne geschaut hat, die Deutschlandflagge. Also auch dafür ein optisches Highlight, würde ich mal sagen. So, lieber Tillmann, es ist nun kurz nach 11, der Parteitag geht aber noch bis 14 Uhr. Was steht denn jetzt eigentlich noch so an? Was oder wo musst du gleich noch hin? Wo werden wir als JU noch aktiv sein? Genau, es geht insbesondere jetzt nochmal um die Antragsberatung. Gerade werden drin die Landwirtschaftsanträge beraten. Auch ein Thema, was uns als Junge Union umtreibt, wo wir sagen, es gibt viele Junglandwirte, die einen Wandel in der Landwirtschaft wollen. Und genau diesen Wandel wollen wir natürlich auch begleiten und wollen Sie dabei unterstützen, dass Sie auch Ihre Höfe fit machen können für die Zukunft. Von daher werde ich gleich mal wieder reingehen und die Debatte mir ganz genau anschauen und dann gegebenenfalls auch nochmal die junge Stimme ergreifen. Wir haben ja auch bei Instagram unsere Takeover-Kampagne gemacht, genau in diesem Bereich, um zu sagen, es gibt viele junge Landwirte, die etwas bewegen wollen, die etwas verändern wollen und deswegen lasst uns ihnen eine Stimme geben. Auch dafür sind wir als JU da. Ich finde, wir sollten da erster Ansprechpartner sein für genau diejenigen, die was bewegen wollen in Deutschland. So, wir wollen uns bedanken bei Armin Laschet und Nadine Schön, dass sie so früh am Morgen, wobei so früh ist es gar nicht mehr, kommt darauf an, wann man ins Bett gegangen ist. Nach der Partynacht schon, ja. Bei uns waren und wir schauen uns jetzt gemeinsam.